geben das mal zu. Ich bin ja wirklich der Patrick-Hasser von der ersten Folge gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Stimmt. Ich mochte seine Art nicht, ich fand es auch jetzt wieder in dieser Folge, so dieses, ich komme nach 9 Monaten zurück, ja, und weiß gar nicht, was alle von mir wollen, aber irgendwie bringe ich dann Richie mit seinem Freund dann doch auseinander, weil ich dann irgendwie so seinen Freund hier ein bisschen hate und ihn dann doch dann hier ein bisschen flirte und hups, irgendwie regen sich alle auf und ich zerstöre so und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, aber ich bin doch so hübsch. Ich finde aber nicht, dass man das so sehen kann. Also, ich denke auf keinen Fall, dass, also Patrick, keine Frage, hatte sehr nervige Eigenarten, aber es ist auch so ein bisschen, ja, er war bisher immer der Jugendliche. Vielleicht zu alt, um noch so zu sein. Der ist 29, der Typ gewesen. Jetzt 30. Er hat entwicklungsverzögert, aber diese Entwicklung, die er in den letzten 9 Monaten da scheinbar durchgemacht hat, hat ihn in meinen Augen doch um einiges sympathischer gemacht. Und nun ja, er hat irgendwie zu spät angefangen, sein schwules Leben auszuleben und dadurch erst die Erfahrungen zu machen, die er brauchte, um auf diesen Pfad zu kommen. Obwohl wir ja nicht wissen, was in diesen 9 Monaten passiert ist. Wir sehen nur, dass er zurückkommt und auch sich wie ein Elefant im Porzellanladen verhält. Da gebe ich dir nicht recht. Doch, absolut. Kevin stellt er sich hin und ist so, ich will da nur Closure und bringt ihn aber total zum Ausrasten. Ja, weil Kevin total emotional ist und seine Probleme nicht im Griff hat. Deswegen ist er ja auch in Therapie mit seinem wieder Ex und wieder neuen Freund. Also dieses ganze, dieses Mess hier. Auf der anderen Seite, Richie sagt später zu Patrick, er war ein Jahr lang mit jemandem zusammen, den er nicht liebt. Und Richie ist auch derjenige, der offensichtlich die Nähe zu Patrick sucht, der ihn immer mit Stielaugen von der anderen Seite des Raumes anguckt. Ja, romantisch und süß und er ist ja so verliebt, aber auf der anderen Seite so, ach. Da dachte ich dann auch wieder so. Ja, aber der Patrick, der die Monogamie noch 5 Minuten vorher so hoch hält, bringt dann das Geld auseinander. Das heißt, er bringt es doch nicht auseinander. Richie beendet doch die Beziehung selbst. Ja. Er ist doch. Ja, vielleicht aber da war auch Patrick jemand, der einen sehr starken Finger in die Wunde legte und gedreht und gedreht und gedreht. Nein, einfach durch seine Präsenz wahrscheinlich sind diese Gefühle oder hat wahrscheinlich Richie realisiert, dass dieser Brady, wie der hieß, nicht der Richtige war. Brady hat es ja auch gemerkt, dass die Chemie zwischen Patrick und Richie einfach viel stärker war als zwischen ihm und seinem eigenen Freund. Warum ist Patrick so unreif und geht da raus auf den Pride und zieht sich irgendwelche Lederklamotten an und ist so, das oh war mein ja Gott, was mache ich hier schon wieder? Aber das ist ja sogar schon Teil seines Aufblühens. Das ist schon Teil der Entwicklung, wo er dann eben akzeptiert, dass er so ist, wie er ist und nicht mehr die ganze Zeit irgendwelche protestantischen Schuldgefühle hat. Ja, ich denke trotzdem nicht, dass Patrick hier für alles verantwortlich gemacht werden kann. Aber zu einem großen Teil. Auch wenn er in den ersten Staffeln wirst nur nervig meinen war, Hass durch deine Rede nur noch schüren. Ja. Sehr ist alles besser, wenn Patrick Anfang der Staffel nicht 29, sondern irgendwie 26 gewesen wäre. Na, das ist ja auch so eine Sache. Er hat ja einen One-Night-Stand in dem Film mit einem 22-Jährigen. Mhm. Und dieser 22-Jährige ist emotional um so viel reifer und weiter als Patrick. Und da wird aber auch thematisiert, dass er sein Coming-out mit 16 hatte, dass er schon mehrfach Beziehungen hatte. Und man sieht, dass dieser 22-Jährige einfach viel selbstsicherer ist in seiner Sexualität als Patrick. Das ist ja auch ein shocking Moment von Patrick, ne? Ja, der erzählt, dass er schon eine Beziehung mit 16 hat und ist so. Genau. Trotzdem zeigt es vielleicht auch, dass gerade vielleicht schwule Männer, die eben mit diesen Themen zu kämpfen haben, wenn man irgendwie ein Umfeld hat, was nicht so toll auf das Coming-out reagiert oder wo man einfach nur den Angst hat, sich da zu öffnen, dass sowas vielleicht auch dazu führt, dass man emotional länger braucht, um zu sich selbst zu finden. Das ist ja auch ein Thema, was dann die Serie aufwirft.